This is ESA astronaut Alexander Gerst calling from the International Space Station. Das ist der Eingang zum Sternenstädtchen. Ich bin hier, wo Alexander Gerst gerade seine letzten Ausbildungsstunden bekommt. Als Astronaut, Kosmonaut für die nächste Mission zur Internationalen Raumstation. Hinter mir das Verwaltungszentrum und dort der Eingang zur Ausbildungsstätte der Kosmonauten. Sehr viel einfacher, wenn man sich mal gesehen hat, wenn man sich kennt und so. Nach einer Weile geht das irgendwann mal fast ohne Worte. Man reicht schon ein Nicken oder einen Daumen hoch, Daumen runter und man weiß schon ganz genau, wie der andere gerade reagiert. Heute Morgen hatten wir eine Landung gemacht. Das heißt, wir haben trainiert, wie man von der Raumstation abdockt. Da werfen einem die Instruktoren immer natürlich viele Steine in den Weg. Heute hatten wir 12 verschiedene Dinge, die kaputt gegangen sind. Einige davon wären auch kritisch gewesen. Also wir hatten zum Beispiel einen Triebwerksausfall und so weiter und so fort. Wir hatten ein Leck an Bord. Wir haben es aber trotzdem geschafft, nominell zu landen. Das ist immer so das größte Ziel. Insofern war das heutige Training noch eigentlich noch relativ human. Auch ist es oft ein Missverständnis, dass man diese großen, groben Knöpfe sieht und denkt, oh Gott, ja, da wäre doch ein schönes kleines Touchscreen. Viel besser. Dann würde ich Ihnen vorschlagen, wenn Sie das nächste Mal auf einer Schotterstraße unterwegs sind oder im Geländewagen, versuchen Sie mal Ihr iPhone zu bedienen und genau den richtigen Knopf zu drücken. Da merkt man dann, wenn man auf so einer Rakete startet, wie gut es ist, dass man Knöpfe hat, wo dann so ein kleines Metallgitter drumherum ist, wo der Daumen dann doch nicht auf den anderen Knopf springen kann. Geht durch diesen Schmerz, aber wenn man sich klar macht, wofür man das tut, dann ist es schon den Spaß wert oder die Anstrengung auch wert.